Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim nunmehr vierten Teil zu Mafriken Bücherregal. Wir schauen uns heute dieses wunderschöne Regalbrett hier an. Die Buchstaben F und G stehen heute auf der Liste. Und ihr seht es vielleicht auch schon, wir sind jetzt gerade beim gemütlichen Mittelteil dieser Bücherregaltour angelangt. Ich kann hier nämlich gerade auf meinem Stuhl ganz bequem sitzen. Das fühlt sich gerade sehr gut an, denn bald werde ich ja da unten auf dem Boden rumkriechen. Ich genieße also gerade diese sehr angenehme Mittellage. Wir beginnen mit Theodor Fontane, Der Stechlin, ein Buch, das ich wider Erwarten nicht besonders genossen habe. Es ist die Geschichte von zwei Stechlinen, dem Vater und dem Sohn. Der Sohn möchte heiraten. Der Vater erkennt langsam, dass das Leben eben sich dem Ende nähert. Er ist nicht besonders konservativ eingestellt, auch wenn er letztlich schon sein Leben auf Traditionen aufgebaut hat. Aber er ist eben in sich keiner, der jetzt immer nur nach hinten schaut, der eben sagt, früher war alles besser, sondern der sich auch den Veränderungen der Moderne ja eigentlich mit einem offenen Gemüt entgegenstellt. Das ist also recht sympathisch, zum Beispiel auch recht sympathisch gezeichnet. Er erkennt zum Beispiel an, dass die Sozialdemokratie gerade größer wird. Er mag sie zwar nicht, aber er interessiert sich zumindest für die Entwicklungen und eben auch für die dörflichen Strukturen. Mein Problem war, dass es einfach sehr viele blasse Nebenfiguren gibt, deren Leben mich nicht interessiert hat, deren Verwicklungen und eben Konflikte mich auch nicht begeistern konnten, da ich mir gar nicht gemerkt habe, in aller Regel, wer da gerade spricht. Und deswegen ist das trotz ironischem einem ironischen Ton und auch zahlreicher Witze, eine Geschichte, die mir nicht besonders gut gefallen hat. Auch wenn ich weiß, dass zahlreiche Menschen das natürlich für das reife Alterswerk von Fontane halten, vielleicht war für mich jetzt einfach noch nicht die richtige Zeit dafür gekommen. Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses, ein sehr schmales Büchlein, natürlich eine grundlegende Behandlung von Kommunikationsstrukturen, von Wahrheiten, die eben in verbaler Form in Gemeinschaften ja publik gemacht werden, die vehement verteidigt werden. Es geht um die Macht einer Kommunikationsebene. Es geht auch um den Ausschluss von unliebsamen Stimmen und ist natürlich ein Grundlagenwerk der Soziologie, hat natürlich auch zahlreiche Fühlerchen ausgestreckt in Richtung von Philosophie. Ein kleines Büchlein, in dem ich immer wieder an den Rand geschrieben habe, Husserl, Fragezeichen, Descartes, Fragezeichen, Sartre, Fragezeichen, ganz viele Fragezeichen, aber so ist das nun mal bei philosophischer, soziologischer Lektüre. Ilse Frappan, Die Betrogenen, ein Buch von 1898, im Zentrum steht eine junge Frau zunächst und dann auch ein Mann. Es gibt also einen Erzählerwechsel, der mich übrigens immer wieder irritiert hat, weil er nicht angezeigt wird häufig. Und es geht um Studenten. Ja, also hier ist eine junge Studentin in der Schweiz. Ihr erinnert euch an meine Rezension von Barbara Boyce, großartigem Sachbuch. Und beide sind in nietzscheanischen Höhenflügen jetzt, naja, beheimatet kann man nicht sagen, sie versuchen sich daran. Sie merken aber auch, dass dieser Versuch, einen Übermenschen aus sich selber zu machen, sich natürlich bricht an den Vorstellungen und an den Regelwerken der Gesellschaft. Denn das Schnackseln, das freie Schnackseln ist ja schön, aber daraus erwachsen natürlich Konsequenzen in doppelter Hinsicht, ob man will oder nicht. Der Ton war mir hier einfach viel zu fast schon christlich, heilig, alle reden sehr geschwollen daher. Metaphernreich ist noch untertrieben, also hier ist alles eben mit einer ganz, ganz feinen, großen, pompösen Nadel gestrickt. Das erste Adjektiv streichen wir wieder und dadurch konnte ich mich diesen Figuren nicht besonders gut nähern und war eigentlich etwas abgeschreckt und auch genervt. Ich habe für dieses Buch 2 Wochen gebraucht, obwohl es nur 200 Seiten hat. Marina Frenk, Ewig her und gar nicht wahr. Das ist ein Debütroman, der mich doch begeistern konnte, obwohl ich auch hier, vor allem so auf der sprachlichen Ebene, immer mal wieder gemerkt habe, dass Marina Frenk halt so ganz tief reingegriffen hat in die erzählerische Trickkiste und da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten will. Da hätte mir manchmal die Sachlichkeit besser gefallen. Es geht um ja eine junge Frau, die zwischen verschiedensten Welten steht. Sie kommt aus Moldawien, ist nach Deutschland geflohen in den 90er Jahren, glaube ich. Sie ist dann in New York. Es sind auch verschiedene Zeitstrukturen hier enthalten. Und obwohl das durchaus überladen ist und obwohl zahlreiche abstrakte Gedanken dominieren, hat mir hier einfach dieser originäre, ganz eigene Ansatz gefallen. Und auch wenn hier zu viele Metaphern für mich enthalten sind, hat mir so eine grundlegende, fast schon allegorische Metapher oder ein allegorisches Bild, das aufgebaut wird, gut gefallen.
Eben eine kraftvolle Literatur von meiner Mutter übrigens, weil wir irgendwie auch ja, so ein bisschen schmerzhaft verbunden sind mit Moldawien und Chișinău und der Region. Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, ein Buch, das ich mal in der Uni gelesen habe im Rahmen einer Arbeit. Ja, Sigmund Freud untersucht hier eben die Funktionsweise von Humor. Und er sagt, dass Witze häufig tendenziös sind. Sie enthalten also ein Themenfeld, das sich um tabuisierte Themen dreht. Und wenn jetzt ein Zuhörer etwas hört wie, es gibt einen Judenwitz, hast du genommen ein Bart, warum, fehlt eins? Dann sind wir zunächst bei der Nennung von Juden natürlich hellwach, weil wir wissen, das ist ein schwieriges Thema. Wir dürfen uns hier nicht blamieren, das ist wichtig. Da wird also psychische Energie aufgewendet, um möglicherweise sofort dagegen vorgehen zu können. Wenn wir jetzt aber hören, es handelt sich dabei nur um einen Witz, auch wenn der tendenziös ist, dann können wir diese Energie, die wir aufgespart haben, die wir Assuan-Staudamm-mäßig aufgebaut haben, ablachen. Und das ist die Funktionsweise von Humor. Hat mir gut gefallen, vor allem die Aneinanderreihung von verschiedensten Witzen. Heinrich Heine hat zum Beispiel mal von einem familiären Menschen gesprochen und damit ist natürlich das familiäre, aber vor allem eben dieses Geldgeile und Geldhafte enthalten. Oder auch, was war es noch, das fand ich großartig, er hatte seinen Homer so sehr gelesen, dass er nicht mehr Angenommen las, sondern nur noch Agamemnon. In allen Schriftstücken, egal ob behördlicher Art oder was auch immer, liest diese Person also immer die großen Helden von Ilias und Odyssee hinein. Sehr schön. Dann Jonathan Franzen, der große US-amerikanische, ja, Mega-Literat. Schwafler möchte ich nicht sagen, aber seine Kritiker könnten wahrscheinlich bei den umfangreichen Werken hier schon von einer gewissen Opulenz des Sprachlichen sprechen. Unschuld habe ich auch gelesen und dann für viele Jahre mein Lieblingsroman, Die Korrekturen. Ich muss erstmal nachschauen, wie mein Lieblingsroman hieß. Ja, alle Werke sind wirklich umfangreich. Alle Werke sind letztlich Familiengeschichten. Es geht immer um Konflikte natürlich, meistens über mehrere Generationen hinweg. Hat mir eben in einer gewissen Phase meines Lebens sehr gut gefallen. Und ich habe dann auch noch den Essayband gelesen, How to be Alone, auf Englisch im Original. Und das ist recht interessant, weil wir hier etwas Poetologisches erfahren, eben über seine Romane. Hier allen voran mal die Korrekturen. Er schreibt nämlich, die Postmoderne ist dadurch gekennzeichnet, dass das Fernsehen die Literatur verdrängt. Die Menschen wollen einfach am Feierabend sich unterhalten, sie wollen Blockbuster sehen, sie wollen eine Serie gucken, sie wollen easy unterhalten werden. Und deswegen spricht Jonathan Franzen davon, dass er einen Vertrag mit dem Leser geschlossen hat. Er will den Leser nicht überfordern, er will ihn unterhalten, er will ihm genau das bieten, was Franzen ihm eben unterstellt. Dadurch lehnt er auch solche in seinen Augen überkomplexen Postmodernen ab, wie William Gaddis, den ich auch hier stehen habe, die sich eben eher an so einer metafiktionalen, allzu verkopften Literatur versuchen. Und da muss ich gleich bekennen, so, ich habe keinen Vertrag abgeschlossen und ich möchte von einem Literaten wirklich etwas ganz anderes als von einem Blockbuster oder von einer Serie. Aber Jonathan Franzen hat hier dieses, wie ich finde, ganz typische US-amerikanische Verständnis von Postmoderne, dass ich immer, meistens zumindest, nicht immer, aber allermeisten, in den allermeisten Fällen, abgrenzen will von den Fernsehmedien oder auch vom Internet oder so etwas. Ich glaube, der europäische Blick auf die Postmoderne ist doch ein ganz anderer und bezieht sich eher auf die Instanz des Erzählers und wie der eben operiert. In diesem Essayband geht es außerdem um politische Themen, es geht um Gefangenenlager, die mittlerweile in den USA ja eher Wirtschaftsunternehmen sind, es geht um die marode Post in den USA, außerdem auch um die Demenzerkrankung des Vaters und wie gesagt immer wieder um Literatur und die Auseinandersetzung mit den eher modernen digitalen Medien. Insgesamt ein bunter Strauß an verschiedensten Themen. Manche sind toll, manche sind in meinen Augen sehr bieder, sehr konservativ gedacht. Aber Jonathan Franzen ist ein Autor, den ich weiterhin belesen werde. Es gibt ja jetzt auch Crossroads seit einigen Monaten, das ich auch lesen möchte. Aber ich habe hier ein gut gefülltes Regal an Köstlichkeiten, die eben auch gelesen werden wollen. Gustav Reiter soll und haben. Leute, benehmt euch. Ja, das fällt alles auf mich zurück, was ihr hier macht. Also Gustav Reiter soll und haben handelt von, ich glaube, Anton, ein junger Mann, der eben soll und haben lernt, der also ein Kaufmann wird und der in diesem Kaufmannsdasein als auch dann später Familienvater und geschätztes Mitglied der Gemeinde eben das große Lebensglück erkennt. Es ist also ein Buch, das die
bürgerliche Gesellschaft von 1850 affirmiert. Es ist eben in der Zeit entstanden. Es unterstützt also, sagen wir, die konservativen Hierarchien, die Machtstrukturen Mitte des 19. Jahrhunderts. Weiß, männlich, reich. Und warum habe ich jetzt so ein Buch, das ja offenbar jetzt nicht meinem eigentlichen Heimatgebiet entspricht? Nun, es ist natürlich zum einen Jordan Peterson des 19. Jahrhunderts und damit interessant, was denn manche Menschen so im Sinne einer Optimierung des eigenen Lebens nach merkantilen Gesichtspunkten und so weiter und Schmischmaschmu, was die eben so von sich geben. Aber es ist auch wichtig, solche Literatur mal zu verstehen, um herauszufinden, was denn eigentlich geniale, tolle Literatur macht, zum Beispiel Theodor Fontane, der die Zeit ja eben einfach nur schildert, sie aber entweder vollumfänglich bemerkbar oder aber hintersinnig kritisiert und gerade feststellt, warum in dieser Gesellschaft niemand glücklich wird. Erinnert euch an die Ephibris, großartig, relativ ähnliche Zeit. Deswegen habe ich dieses Buch, weil ich es immer wieder wichtig finde, wirklich mal so Unterstützer einer Zeitform zu lesen, um zu erkennen, was denn eigentlich großartige Literatur großartig macht und wann sie sich darüber erhebt. Denn das hier soll ein Bildungsroman sein, also ein Kaufmann, der in ein Kontor kommt und dann eben schnüffelt, was es dort alles so gibt in diesem Kontor, in diesem Lagerhaus. Und darüber macht er dann sozusagen seine lebensverändernden, bereichernden Erfahrungen, die man vielleicht sonst auf einem Schiff oder eben in direktem Austausch mit diesen Kulturen machen würde. Ein Kaufmann nicht. Der bleibt natürlich am Schreibtisch und muss rechnen. Max Frisch, mein Name sei Gantenbein, kurz und bündig. Ich war so mit 18, 17, 18, 90 ein großer Max, 19, habe ich gerade 90 gesagt? Ja, soweit ist es dann zum Glück auch noch nicht. Ich war ein großer Fan dieses Schweizer Literaten, bei dem sich ja alles um Identität dreht, um die Fragen, wann kann ich raus aus meiner Haut? Geht das überhaupt? Wie kann ich mich erweitern? Wie kann ich meine Persönlichkeitsstruktur ändern? Wie sieht's aus, wenn ich auf eine natürlich junge Frau treffe? Denn das sind immer Männer, die er hier beschreibt, wenn mich nicht alles täuscht. Man möge mich hier bitte nicht auf die Formulierung festlegen. Genau, also auch die Erotik kommt nicht zu kurz. Und damit hat das natürlich alle Punkte, die mein damaliges Kitzler-Ich gekitzelt haben und mich dadurch natürlich auch stimulierten. Leute, jetzt bitte Wilhelm. Wilhelm, du kommst gleich an die Reihe. Erstmal William Geddes, letzte Instanz, eben der Gescholtene von Franzen, kritisierte William Geddes, der offenbar allzu verkopfte. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, eines von jenen vielleicht 5% an Werken, die ich noch nicht gelesen habe. Dann kommen wir zu Wilhelm Ginazio. Ihr wisst das mittlerweile mit Sicherheit, oh Gott, jetzt wird es schwierig, einer meiner Lieblingsautoren, für mich eher therapeutische Kost, Lebenselixier, so wie Wasser und Brot benötige ich im Jahr einige Wilhelm Ginazino Bücher. Für mich ist das aber auch gleichzeitig ja ein Witzebuch. Es ist vielleicht auch wie die Zeitschrift Bravo oder Mädchen damals, die ich immer heimlich meiner Schwester entwendet habe, um sexuelle Köstlichkeiten zu lesen. Denn auch davon gibt es in Wilhelm Ginazinos Werken einiges. Es sind Sprachköstlichkeiten, ich habe es ja schon mal gesagt, es sind Satzlaternen, die mir den Weg leuchten. Es ist wunderschön. Ich kann mich in diesen Figuren einfach wiedererkennen. Ja, das ist für mich also eine lebensbereichernde Literatur, gar nicht so sehr im Sinne von Unterhaltung, eher im Sinne von zur Kenntnisnahme auch meiner eigenen Gedanken, die ich häufig gar nicht so verbalisieren kann, oder meiner Gefühle, meiner Empfindungen, meiner Sorgen, meiner Wünsche. Häufig werde ich gefragt, 100 Menschen haben wir gefragt. Ja, welches Buch könnte ich denn empfehlen? Ich kann auf jeden Fall empfehlen, Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman. Es ist ein Roman, der sehr viel ruhiger ist, der sehr viel melancholischer ist als vielleicht der durchschnittliche Ginazino, ein früher Ginazino, wenn mich nicht alles täuscht, und ich habe es sehr genossen. Ich kann euch mal vorlesen, wie hier so die Tonalität gehalten ist. Der Ich-Erzähler, der sitzt in einem offenbar günstigen Restaurant, meistens spielt das in Frankfurt am Main. Ein starker Eindruck entstand, wenn einzelne Gäste gezahlt hatten und ihren Tisch verließen. Fast jedes Mal zog dabei jemand die Tischdecke halb herunter. Eine Küchenhilfe eilte herbei und schob die verrutschte Tischdecke wieder zurecht. Kaum war sie damit fertig, erhob sich an einem anderen Tisch ein anderer Gast und verzog ebenfalls die Tischdecke. Die Küchenhilfe sprang wieder hin und brachte auch diesen Tisch in Ordnung. Am eindrucksvollsten war vermutlich, dass keiner der aufbrechenden Gäste das von ihm verursachte Missgeschick bemerkte. Ich versank in der Betrachtung der Vorgänge und nannte sie das Unaufhörliche. Sollte ich das Unaufhörliche beschreiben? Gab es das Unaufhörliche überhaupt oder hatte ich es soeben erfunden?
Also ihr merkt, dieser Mensch beobachtet etwas. Er ist wirklich ein feinsinniger Beobachter, auch ein Flaneur natürlich. Kein Flaneur, das gibt es nicht. Ein Flaneur, der aber darüber immer wieder auf abstrakte Gedanken kommt und der sich eben isoliert fühlt, der einsam ist, aber gleichzeitig eine Verbindung herstellen möchte zu den Menschen. Und das variiert Genazzino dann in verschiedenster Hinsicht. Das Sexuelle ist meistens unangenehm geschildert und das wird deutlich, dass auch im Sexuellen keine große Erlösung stattfindet. Und damit ist dieses Buch oder dieses Gesamtwerk für mich nicht deprimierend, sondern es ist auf eine lebensehrliche Weise so feinsinnig und ich kann so vieles für mich erkennen und herausnehmen, kann meine Schwachpunkte anerkennen, indem Genazzino sie in so schöne Sätze kleidet und eben auch das Drumherum beschreibt. Deswegen, ja, ihr merkt es, ich schwärme. Die Liebe zur Einfalt auch empfehlenswert, hat mir auch extrem gut gefallen. Ein ganz schmales Büchlein, Die Obdachlosigkeit der Fische. Diese drei Bücher würde ich für Einsteiger empfehlen. Außerdem habe ich noch gelesen, Das Glück in glücksfernen Zeiten, Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz, allein an diesem Titel merkt ihr auch schon, Der unverhohlene Sinn für kriminelle Lustigkeit, einfach sehr, sehr, ja, eine schalkhafte Humorigkeit, die ich da immer erkenne, Fremde Kämpfe, Abschaffe, so hat Wilhelm Genazzinos literarische Karriere begonnen, Außer uns spricht niemand über uns. Auch das, ein Titel wie ein Gedicht, das ist großartig. Man möchte sich das auf den Arm tätowieren, wäre der nicht schon belegt. Wenn wir Tiere wären, gerade denkt man mit Blick auf die Weltlage, wieso wären wir, sind es doch. Die Liebesblödigkeit, kein Geld, keine Uhr, keine Mütze, mein Leben als Student und bei Regen im Saal. Jetzt muss ich diesen Stapel hier mal wirklich splitten. Ich glaube, der wird gleich umfallen. Ein Regenschirm für diesen Tag sowie leise singende Frauen. Also Wilhelm Genazzino für mich eine großartige eigentlich Entdeckung damals vor einigen Jahren. Und ich bin kleben geblieben wie bei einer Sucht. André Gide, die Falschmünzer, ein französischer Literat, der auch den Literaturnobelpreis bekommen hat. Ich habe das damals so im Anhang an Camus und Sartre gelesen. Ich kann mich jetzt daran nicht mehr besonders gut erinnern. Ich weiß aber noch, dass ich natürlich hier von dieser sehr elaborierten Sprache überrascht war, denn das hatte ich damals eben nicht so gelesen. Camus ist ja doch eher ein literarisches, belletristisches Strohfeuer, kann man das so sagen? Oder vielleicht der rasche Happen für unterwegs, der nicht allzu sehr die Komplexität bemüht des Kopfes. Hannah Green, ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen, haben wir in der Uni gelesen. Der geliebte Markus und ich haben uns hier die Seiten um die Ohren gehauen. Es geht um eine Frau in einer Psychiatrie, die eben an verschiedensten psychiatrisch relevanten und therapiebedürftigen Krankheiten leidet. Außerdem kommen jetzt die fünf Werke von Friedrich Glauser. Das hier ist die Reihe zum Wachtmeister Studer. Was hier so spannend ist an diesen Romanen, ist natürlich die Verbindung mit der Biografie von Friedrich Glauser, der eben lange Zeit in einem Sanatorium oder in einer Psychiatrie untergebracht war, der ja verschiedenste Probleme hatte, der kein leichtes Leben hatte und der eben auch mit Hilfe dieser Krimi-Romane eigentlich immer wieder finanzielle Ausflüchte gesucht hat. Er wollte sich also frei und reich schreiben. Allerdings hat er das Ziel dann offenbar auch immer wieder selbst untergraben, denn diese Romane, diese Krimis sind eigentlich vielmehr, ja, was ist das? Es ist eine, natürlich eine Figurencharakteristik, wie man sie ganz selten sieht. Dieser Wachtmeister Studer, dieser so sympathische, so ruhige Mann, der eben die Ganoven eigentlich immer wieder unterstützen will und freilassen will, weil er eben erkennt, in welchen wirtschaftlichen Bedingungen sie leben. Also es ist natürlich auch eine Schilderung dieser Epoche der 30er Jahre in der Schweiz, die natürlich für die allermeisten Menschen wirtschaftlich und eben auch so das Lebensglück betreffend alles andere als rosig war. Für mich ein ganz großartiger Vertreter dieser Reihe ist Matto Regiert, für mich das beste Buch der Reihe, wobei ich da jetzt nicht sagen könnte, dass ihr damit beginnen solltet, denn es ist natürlich mehr oder weniger eine chronologisch auch aufeinander folgende Reihe, die doch in gewisser Hinsicht aufeinander aufbaut, wobei man das jetzt auch nicht allzu streng sehen muss, eben weil es ja schon ein ganz eigener Versuch ist von Friedrich Glauser hier, die Schweiz, diese polyglotte Schweiz auch mal in Literatur zu bannen,
für mich ganz toll. Und die kleinen kriminologischen Schwächen, denn es gibt schon einige Widersprüche, die auch zahlreiche Rezensenten im Nachwort dann herausgefunden haben, die habe ich gar nicht so wichtig genommen. Dann hier haben wir den Faust Goethe. In einer schrecklichen Ausgabe, in die ich 2 Sekunden hineinsehen kann und dann schreckt mich die Fraktur ab. Es ist natürlich ein Geschenk. Damals, der Staub kommt schon so richtig raus. Wenn wir es nochmal machen, springt vielleicht auch ein staubiger Pudel heraus. Ja, es war ein Geschenk damals, denn ich hatte ja Germanistik studiert. Und was schenkt man einem Germanistikstudenten? Natürlich den Faust in Fraktur. Ja, genau, der Faust. Dann habe ich auch noch die Wahlverwandtschaften von Goethe. Und das hier ist der populärste Vertreter der nicht gelesenen Bücher in meinem Bücherregal. Dieses Buch kommt aber wirklich jetzt mit dieser Offenbarung auch auf die Liste der noch zu lesenden Bücher. Okay? Ich nehme es mir jetzt vor. Dieses Buch ist mir dennoch wichtig und es steht hier, weil meine Mutter hier ein paar Eintragungen gemacht hat. Außerdem noch das Bananenbuch. Es handelt sich natürlich auch um Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dazu gibt es auch ein Einzelvideo von mir. Ja, es ist ein Roman, allerdings in einer so frühen Form. Goethe hat hier das eigene Feld eigentlich entwickelt. Das Romanfeld musste erst einmal bestellt werden. Und daher sollte man hier nicht mit modernen Ansprüchen an dieses Werk gehen, sonst wird man enttäuscht, was die Figurenzeichnung angeht, was die Sprache angeht. Also hier ist alles im emotionalen Superlativ verhaftet. Es ist auch ein sehr kreativer, ein genialischer Umgang mit verschiedensten Stoffsorten, mit literarischen Textarten, denn auch Gedichte werden hier in diesen Text hineingebaut. Also es sind schon unterschiedlichste Elemente vorhanden, auch einzelne, fast schon an Abhandlungen gemahnende Überlegungen zum Theater, zu Shakespeare. Und ein Buch, das definitiv überbordend ist, das aber mir nicht immer gut gefallen hat, weil ich halt nicht aus meiner Haut rauskomme. Wenn ich da irgendwie absolut kitschige Liebesbeziehungen lese oder irgendwelche christliche Mystik, dann schreckt mich das ab, auch wenn ich weiß, dass es zu der Zeit etwas anderes ausgesagt hat, als es heute eben rüberkommt. Also ich kann mich da nicht immer genau in einen Rezipienten der damaligen Zeit hineinversetzen, der das mit einer vermutlich heute kaum noch nachvollziehbaren Energie oder eben auch mit einer Offenbarungsqualität gelesen hat. Ja, liebe Leute, das ist das jetzt komplett entleerte Regal. Ich fühle mich genauso, bin ziemlich erschöpft, ziemlich leer geredet und ausgebrannt. Das Video ist länger geworden als die anderen, wird wieder ordentlich floppen, aber so ist es. Was soll der Geiz, ne? Ich biete euch die Minuten, die ich habe. Und jetzt schaue ich mir Premier League an, denn heute spielt Everton gegen ein neureiches Newcastle und das möchte ich aussehen. Literatur, Fußball, Jürgen Katzen, Leute liebhaben, das ist doch was Schönes. Ich wünsche euch was, bis dann, macht's gut. Ciao.